Ich habe mir jetzt echt nochmal, wie gesagt, viele Gedanken gemacht zu dem Game, weil wir echt viele verschiedene Ansätze hatten und ich habe mich jetzt gestern auch nochmal informiert, wie schwierig ist es denn eigentlich, so ein richtiges Aufbaustrategiespiel zu machen. Und das Ding ist halt, es ist für eine Person so unfassbar viel Aufwand und zwar so viel, dass wir gefühlt auch nie fertig werden will mit dem Spiel. Deswegen habe ich mir einen kleinen Kompromiss überlegt und auch einen Kompromiss, damit wirklich jeder mitmachen kann und quasi keine Grafiken verloren gehen. Wir haben gestern entschieden, dass wir mehr Isometric Art machen. Wir können auch direkt mal in den Reddit reingucken, ob da schon jemand was gemacht hat. Oh lol! Ich meinte gestern noch so ein Cyberknossi, wäre geil. Der Cyberknossi In-Game-Shop, grobes Design außerhalb des Shops nochmal geändert, ist der neueste von mir. Alter, lol. Als ob jemand schon einen Cyberknossi gemacht hat. Von außen der Shop? Killer? Mit so einer Krone? Übel geil. Oha. Lol. What the fuck? Alter, ist das cool. Guckt euch das mal an, diesen Cyberknossi. Drytail. Krasse Arbeit. Könntest du mir das alles nochmal so als einzelne Grafiken geben, gerade diesen Cyberknossi? Da kann ich ihn wirklich mal ins Game einbauen. Pixel Mission ist wieder am Start. Danke, dass meine letzten Grafiken so gefallen waren. Deshalb weitere Grafiken. Isometric Tileset. Ich glaub's nicht. Gebäude schon. Leerer Boden. Bauarbeiterhütte. Lagerheim. Wohnbasis. Raketen. UFO-Landeplätze. Meteoritenschlag. Was zur Hölle? Wie schnell seid ihr denn, Leute? Einfach fertiges Spiel. Schaut euch das mal an, was Pixel Mission da gebaut hat. Schaut euch das da an mit Kuppeln, Gewächshäusern, Lava, Landeplätzen, Forschungsgebäude. Alles. Weil folgende Idee nämlich, Leute. Es gibt zwei Arten von Grafiken, die wir brauchen. Einmal so eine Isometric-Sachen hier, also diese mit so ein bisschen Perspektive drin, die quasi auf so Quadraten sind. Und einmal so eine richtigen 2D-Sache. Weil ich habe mir überlegt, wir machen so eine Kombination aus beiden. Klingt verrückt, aber hört mir erstmal zu. Die Idee, die ich hatte, ist, ich habe mich so ein bisschen von Rick and Morty inspirieren lassen. Da gibt es ja so eine Folge, wo Ricks Raumschiff von einer Batterie betrieben wird und in dieser Batterie ist nochmal ein eigenes Universum. Und ähnlich dachte ich, machen wir das auch. Und zwar sind wir mit unserem Charakter einfach im Weltraum gestrandet mit dem Raumschiff und wir müssen das Raumschiff wieder zum Laufen bringen. Und dazu brauchen wir Energie. Und dazu reisen wir quasi auf verschiedene Planeten und sammeln da Energie. Und mit dieser Energie können wir in unserer Batterie vom Raumschiff quasi die Stadt ausbauen, die die Energie erzeugt. Das heißt, wir spielen verschiedene Level, sammeln da Sachen ein und mit der Energie können wir diese Stadt, diese Zivilisation in unserer Batterie vom Raumschiff, damit wir quasi wieder gerettet sind oder so, wieder aufbauen. So haben wir quasi dieses Kombinierte, das wir gestern entschieden hatten, das Aufbauspiel kombiniert mit so einem Jump'n'Run und das ist gleichzeitig ein Projekt, was wir viel besser schaffen können, weil so ein eigenes Age of Empires zu machen, Leute, das ist einfach viel zu krass. Ich denke, das ist eine ganz coole Kombination und dadurch können halt auch wirklich alle von euch mitmachen, wenn ihr sagt, okay, so eine Grafiken hier sind mir zu schwer, dann könnt ihr ja auch zum Beispiel Hintergründe für die verschiedenen Planeten machen, auf die wir dann kommen. Ihr könnt irgendwie Charaktere machen, zum Beispiel den Astronauten mit Laufanimation und sowas schon. Ihr könnt sowas machen hier. Das heißt, tobt euch da aus. Kann man das dann spielen? Ja, auf jeden Fall. Ich werde es for free dann auf jeden Fall irgendwo zum Download stellen. Ich weiß noch nicht, ob es Steam oder sowas wird. Ich denke eher nicht. So viele Leute da Grafiken reinpacken, wo ich quasi ja keine Rechte dran habe, copyright-mäßig. Deswegen machen wir das so. Okay, wir haben hier noch eine coole Wasserflasche, so für Wassertank, Astronautennahrung. LOL! Ich hoffe, die Grafiken gefallen dir. Mega, mega, mega stark. Hier in dem Reddit könnt ihr auf jeden Fall auch eure Ideen und Sachen reinposten. Bräuchst du Musik? Wenn ihr selber Musik macht, gerne. Schickt auch gerne Musik rein. Aber da ist auch wirklich wichtig, dass ihr die Musik selber macht, sonst kriege ich Probleme und das wäre echt wack. Deswegen, wenn ihr selber Musik komponieren könnt, schickt gerne mal rein. Ich höre da super gerne rein. Mega, mega geile Einsendung wieder, Freunde. Zwei Ziele hätte ich heute. Einmal einen Prototypen vom 2D-Level zu machen. Das heißt, hier einfach einen Hintergrund und irgendwie mit dem Astronauten links, rechts laufen können. Und einmal einen Prototypen von diesem Batterie-Universum, wo man quasi die Stadt aufbaut mit Tilesets. Und jetzt möchte ich eine kurze Sache, bevor wir jetzt anfangen, mit dem Projekt nochmal klarstellen. Ich bin kein professioneller Spieleentwickler. Mir geht es beim Projekt auch eher darum, zusammen mit euch irgendwie rauszufinden, wie das funktioniert, das zu lernen. Weil ich habe auch noch nie ein Game für den Computer entwickelt mit Unity und auch noch nie so ein 2D-Game mit Tilesets und sowas gemacht. Das habe ich alles noch nie gemacht. Deswegen werde ich jetzt auch einfach ganz transparent mit euch sein und dann auch mir irgendwelche Tutorials mal anschauen. Und manchmal werde ich dann auch einfach vielleicht festhängen, wo dann vielleicht erfahrene Programmierer denken, Alter, ist der stupid. Aber das gehört halt auch alles dazu. So, nennen wir erstmal hier die Szene um. Desert Planet Level. Jetzt will ich auf jeden Fall schaffen, dass wir unseren Charakter schon mal bewegen können. Was ich auch noch tatsächlich noch nie gemacht habe. Deswegen wird das sehr, sehr interessant. Ziehen wir einfach mal hier dieses Astronauten-Sprite, was wir haben. Da ist nämlich auch das Coole, da sind direkt schon Laufanimationen hin. Aber die sind auch nur in eine Richtung gerade. Die müsste ich einmal
spiegeln, glaube ich, noch. Aber sonst kann der nur in eine Richtung laufen später. Aus welcher Perspektive soll das Raumschiff sein? Die Raumschiff-Hintergründe einfach nur 2D, flach quasi. Ähnlich wie quasi hier die Marsoberfläche. Einfach so 2D-Hintergrund und 2D-Elemente, einfach aus dieser Perspektive. Dann gehen wir kurz hier in Photoshop. 360 mal 480 mal 2. Ach, zack. Und dann können wir das einfach da reinkopieren. Dann können wir einfach hingehen, die Laufanimation von hier nehmen, hochschieben, einmal spiegeln. Und dann haben wir auch eine schon für die andere Richtung. Den nehmen wir jetzt einfach mal als unseren Hauptcharakter. Das Sprite-Sheet können wir löschen und nehmen jetzt das Sprite-Sheet hier. Du kannst es in Unity spiegeln. Seht ihr, das sind so Sachen, die weiß ich tatsächlich einfach nicht. Sprite-Editor. So, dann müssen wir jetzt hier im Splite da irgendwas slicen, meine ich, habe ich gesehen. Und slice. Das sieht gut aus. Apply. Und jetzt haben wir aus diesem einen Bild, also sollten wir eigentlich mehrere gemacht haben, oder? Einfach Enter drücken. Jetzt bin ich schon wieder überfragt gerade. Ich habe es doch schon gesliced hier. Ah ne, hat doch schon geklappt. Guck mal. Ist doch alles easy. Jetzt haben wir hier quasi, ja genau, die verschiedenen Bilder. Jetzt ziehen wir einfach mal unseren Astronauten hier gleich rein. So, zack. Ah, der ist ein bisschen klein. Und vor allem rendert der nicht richtig. Das sieht schon mal cooler aus. Den Hintergrund auch ein bisschen anders skalieren. Bis wann kann man Grafiken einsenden? Könnt ihr die ganze Zeit machen? Also das Projekt wird noch ein bisschen was gehen auf jeden Fall. Und habt ihr einen coolen Namen für den Astronauten? Astro Boy, Steve, Johnny, Alan, Peter, Unge, Retro Robert, Elon, Enno. Enno klingt cool. Wie so ein Future-Name. Ich weiß auch nicht warum. Wir nennen den einfach Enno. Let's go. Der bekommt ein Script. Das nennen wir Player Movement. Ab in Visual Studio. Der kann erstmal, sollte nur nach links und rechts laufen können, auf jeden Fall. Eigentlich sollte es so einfach sein wie if input.key getKeyDown. So war das doch, wenn ich mich korrekt erinnere. Und dann sollte man einfach nur sagen können transform.position equals new vector3 transform.x plus movement speed. Brauchen wir eine Variable noch? Dann brauchen wir noch die y-Koordinate und die z-Koordinate. Und in der Theorie sollte der jetzt eigentlich laufen, wenn ich nicht alles mal wieder falsch gemacht habe, was natürlich kein Wunder wäre. Ja, er bewegt sich auf jeden Fall, aber sehr langsam. Erstmal den Movement Speed hoch und eigentlich sollte das... Okay, der bewegt sich immer nur kurz, weil... Habe ich die falsche Methode genutzt? If input, gibt es da noch was anderes? Dot get returns true during the... Eigentlich sollte er die ganze Zeit was aktualisieren. Du musst get key machen und nicht get key down. Das war der Fehler. Danke. Ich dachte mir schon irgendwie, dass es damit zu tun hat. Ah ja, nur in die falsche Richtung. Das heißt, aus dem Plus hier wird ein Minus. Das hier machen wir nochmal mit D. Und dann wird hier ein Plus draus. Und falls Leute mit Pfeiltasten spielen möchten, machen wir hier noch ein Oder kurz rein. So. Zack. Jetzt brauchen wir nur noch die Animation. Für das Movement auf jeden Fall. Ja, jetzt muss ich mir noch überlegen, wie war das denn nochmal? Dafür brauchen wir einen Animation Controller. Das heißt, wir machen hier einen neuen Animation Lauf, glaube ich, war es einfach nur. Und dann gehen wir hier auf Window und die, war das da? Boah, ich überlege gerade nochmal, wo war denn das nochmal? Das ist nämlich jetzt auch ein Part, den habe ich noch nie gemacht. Ja, den brauche ich auf jeden Fall. Ich möchte ein Creating Anno, genau. Dann machen wir noch einen Ordner. Dann ziehen wir einfach alle Texturen, die nach links laufen, da rein. Und irgendwo müsste ich doch eigentlich sehen können, wie das gerade aussieht, oder? Du brauchst einen Animation-Clip. Du musst die Animation noch hinzufügen. Ach, hier vorne. Ja, ja, ich sehe es. So, wenn ich gucke, ich gleich nochmal schnell einfach ein Tutorial rein. Ich weiß auch gerade nicht mehr auswendig, wie das ging. Im Scene-Window kann ich das sehen. Also ich sehe hier nichts. Ah doch, im Scene-Window sehe ich alles. Ah, ihr habt recht. Ja, das ist sehr schnell auf jeden Fall. Danke für den Tipp. Kann man die FPS hier einstellen? Ich will es auf jeden Fall langsamer haben. Ich kann es einfach so machen, ne? Das sieht doch nicht schlecht aus. Das sieht doch schon ganz gut aus. Das ist Walk Left. Dann machen wir noch eine Create New Clip. Die nennen wir Walk Right. Dann machen wir genau dasselbe. So. Und dann brauchen wir noch einen Idle, wo er quasi einfach nur steht. Und jetzt haben wir hier in unserem Animator genau so ein Sheet. Das habe ich auch schon mal gesehen. This is default. Okay, wenn wir reingehen,
dann gehen wir quasi in unseren Entry. Dann steht da quasi nur, dann gibt es immer Walk Right und Walk Left. Dann sollten wir eine Transition machen. Make Transition to Walk Left. Und dann müssten wir hier eine Condition reinmachen können. Wir müssen einen Parameter hinzufügen. Hier, so. Und dann machen wir einfach einen Float. Und dann, wenn Walk Direction größer als 0 ist, dann Walk Left. Und wenn der Liner als 0 wird, dann soll er raus. Ich glaube, das wird niemals funktionieren. Wenn er dann größer als 0 ist, geht er wieder raus. Die Sache ist, wie kann er denn... Du musst zurück zum Idle, nicht auf Exit. True Fact, Leute, True Fact. Ihr habt recht, ihr habt völlig recht. In der Theorie sollte das klappen. Jetzt müssen wir das ganze Ding nur noch irgendwie ansteuern. Wie funktioniert das denn jetzt? Wir haben hier den Animator. Wahrscheinlich können wir den ansteuern per Script. Das heißt, wir können wahrscheinlich sagen, Public Animator... Animator Anim. Und dann können wir wahrscheinlich hier sagen, Anim.WalkDirection.Parameters. Wie setze ich jetzt den Parameter? Wie funktioniert das? Das habe ich noch nie gemacht. Jetzt ist Google unser bester Freund. Animation Parameters. Okay. Dann können wir sagen, Animator.SetFloat. Ah, okay. Achso, und sind das dann Variablen hier? Ah, ja, ja, genau. Anim.SetFloat. Ihn hier. Und dann läuft er nach links. Also minus 1. Und... hier ist er dann 1. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Animator rüberpacken. Und das sollte funktionieren. Okay. Es ist genau falsch rum. Und der loopt die Animations nicht. Wo kann ich denn einstellen, dass er die Animations loopen soll? Du musst den Float auch wieder auf 0 setzen. Ja, ja, das ist klar. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt hier den, sagen wir, den Float wieder auf 0 setze, dann wird er nicht wieder zurück zu Idle gehen, ist das Problem. Weil ich habe entweder nur True oder nur False. Ah ja, immerhin funktioniert das jetzt. Hä, warum läuft der denn jetzt so? Das ist ja weird. Also ich drücke gerade nichts, aber trotzdem läuft der. Also es ist schon mal schön, dass die Animation so gut klappt, aber die klappt nicht so, wie ich gehofft habe, dass sie klappt. Das sind immer so die tollen Momente einfach im Game Development. Bester Programmierer. Ja, ist immer so. Also bei mir zumindest immer so, wenn ich irgendwas programmiere, es macht nie direkt das, was ich will, dass es tut. Ihr könnt auch direkt vom Idle quasi dahin gehen, aber die Bedingung, dass er hier abbricht, macht keinen Sinn. Weil es gibt quasi kein Equals, ist das Problem. Was kann ich denn noch für Parametertypen machen? Boolean, Trigger, Float und Integer. Gibt's denn bei, also einfach aus Interesse, gibt's bei Integern denn... Ah, da gibt's ein Equals. Ja, warum machen wir das nicht direkt mit Integern? Okay, also, der sagt, wenn es größer als 0 ist, dann links. Wenn es kleiner als 0 ist, dann rechts. Und wenn es Equals 0 ist, dann geht er wieder zurück zum Idle. Und dann sagen wir hier nicht... Dann nehmen wir das kurz noch ab. Walk set int... anim.setInteger oder was? Und dann kommt hier eine 1 rein und hier eine minus 1. Und theoretisch sollte das jetzt klappen. Okay, er geht... Okay, er loopt... jetzt... Oh, nee, jetzt moonwalkt er! Ach, Mann! Okay, die Idle Animation wird geloopt, top. Okay, jetzt laufe ich in die Richtung... passiert nix. Warum freest der immer? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich glaube, dieses Loop Pose macht keinen Sinn. Er geht immerhin wieder zurück zum Idle. So, okay, wo liegt der Fehler? Wenn das größer als 0 ist, gehen wir zum Walk Right. Und wenn ich auf die Pfeiltaste drücke, dann wird es größer als 0 gesetzt auf 1. Minus 1. Machen wir einfach hier ein Else draus. Da ich ein bisschen cleaner. Eine Richtung funktioniert nie. Aber ich verstehe nicht ganz, warum. Guck mal, wenn ich... Okay, es ist genau... Okay, das ist weird. Schaut mal, ich drücke jetzt gerade auf die... auf den rechten Pfeil und die Walk-Left-Animation wird aktiviert, was schon mal genau falsch rum ist, wie es eigentlich sein sollte. Und dann wird die so pausiert. Aber warum wird die pausiert? Also wir müssen das auf jeden Fall hier umdrehen. Jetzt funktioniert einfach gar nichts mehr. Nicht von AnyState machen. Okay, dann mache ich die einfach mal von Idle. Ich gucke mal, ob das was ändert. From Right. So, wenn es Equals 0 ist, dann wieder zurück. Und wenn Walk größer als 0 ist und das so. Probieren wir mal, ob das die Lösung ist, die gerade im Chat war. So, equals, warte, war das jetzt hier greater oder less? Greater, dann machen wir den hier auf less.
Okay, theoretisch klappt es halbwegs. Hat nur wieder verdreht jetzt alles. Alle 2 Minuten muss ich hier die Werte einmal ändern, weil es immer umdreht. Theoretisch sollte jetzt wenigstens eine Richtung klappen. Ja! Right funktioniert, aber warum funktioniert Left nicht? Okay, was ist jetzt der Unterschied? Ja, das funktioniert und der wird hier auf less than zero oder was? Aber wird auch auf less than zero gestellt. Why doesn't that work? Mal, ich probiere kurz das aus. Okay, das funktioniert top. Guck mal, das sieht super aus. Das funktioniert auch schon mal gut. Jetzt aber warum funktioniert die andere Richtung nicht? Das ist scheiße. Ah, ich setze hier den Code... Ah, ja, warte mal. Ich glaube, das liegt daran, dass ich hier den im Nachhinein immer wieder umsetze, obwohl... Ja. Ja, er läuft. Ey, Hammer. Wir haben einen laufenden Charakter, Leute. Spiel schon halb fertig.